Oh, hey, was geht ab, Leute? Hunger? Wir haben gleich einen Glückstausch, Spezialtausch. Ich habe ein paar Kollegen gefragt, dann meinte der eine Kollege, ja, er kann schnell vor der Arbeit hier vorbeifahren. Und gleichzeitig haben wir hier ein krasses Battleground Games am Laufen, das ich möglicherweise gewinnen kann. Ich habe ein krasses Mörder-Deck gerade. Es fehlt nur noch einmal die Weinschild auf alle. Ja, und jetzt leide ich ein bisschen, weil wenn er kommt, muss ich das Spiel halt direkt abbrechen. Weil das ist ja vor seiner Arbeit, wir können ihn nicht warten lassen. Aber bisher hat er sich noch nicht gemeldet. Und ich hoffe, ich kann das Spiel noch zu Ende spielen. Ich musste das Spiel abbrechen, aber es war die letzte Runde und die läuft automatisch. Deck ist fertig, also Ergebnis sehe ich dann, wenn ich nach Hause komme, ob ich gewonnen habe. Aber Top 2 auf jeden Fall. Und noch eine kleine Anmerkung, bevor Leute schreiben, was ist das für ein Arbeitsloser, wieso zockt er einfach Hearthstone mitten in der Früh am Tag. Ich muss auf was warten. Hab was geuploadet bezüglich der Arbeit und ja, in der Zeit passiert dann nichts, wenn man da auf den Upload wartet. Deswegen habe ich eine Runde Battlegrounds gezockt. Ihr habt es nicht mehr gesehen, Zweiter war ich. Glückstausch blende ich hier nebenbei ein. Leider nur Zweiter, aber hey, immerhin. So, keine Ahnung, was heute passiert, aber ich muss jetzt erstmal das Video für heute machen. Gestern war ja Wunder-Bonus-Stunde. Doppelstern-Show, wir sind immer live, schaut vorbei oder schaut die Wiederholung. Und dadurch, dass ich gestern halt nur gelivestreamt habe, muss ich mir heute irgendwas einfallen lassen. Ich habe ein paar Ideen, irgendein Reaction-Video wahrscheinlich. Aber das seht ihr ja dann oder habt ihr schon gesehen. So, da bin ich wieder. Musste relativ viel erledigen, aber jetzt sind wir wieder da. Das letzte, was ihr, glaube ich, gesehen habt, war der Glückstausch. Und wie ich im Battleground Zweiter wurde. Leiden. Ich blende hier nochmal den Glückstausch von gestern ein. Den habt ihr, glaube ich, noch nicht gesehen. Das sind jetzt 21 Shiny Lucky Tausche hintereinander. Und welcher Tag ist heute? Freitag. Dienstag fängt ja auch wieder ein neues Event an, wo man zweimal am Tag tauschen kann. Das wird heftig. Ob ich das schaffe? Ich versuche da dann auch jeden Tag zweimal zu tauschen. Und dann Ende des Monats, Anfang des nächsten Monats, gibt es ein Update von meiner Shiny Lucky Sammlung. Die hat sich diesen Monat echt krass geändert. Also ich freue mich drauf. Ihr solltet euch auch drauf freuen. Und ich drehe jetzt eine Runde auf der Fahrmute, bisschen nachdenken, kleiner Spaziergang, Abendspaziergang und mir ein paar Gedanken machen. Yo, was geht, Leute? Ist der nächste Morgen? Ist gestern natürlich nichts mehr passiert. Ich habe einfach nur eine Runde gedreht und mir ein paar Gedanken gemacht. Mache ich öfters, mache ich sogar sehr gerne. Nicht wegen EP, nicht wegen Staub, nicht weil ich irgendwie einen Shiny jage oder irgendwie noch Geschenke brauche, sondern echt einfach nur eine entspannte Runde, um mir ein paar Gedanken zu machen. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr sowas auch mal macht. Was soll ich sagen? Ihr wisst ja, seit Dezember, auf einmal war die Motivation komplett weg. Von hier auf null. Und ja, in letzter Zeit geht es besser, aber ist natürlich nicht so wie früher. Ist noch nicht normal, sag ich mal. Ich bin immer noch gefährdet. Manchmal habe ich schon einfach so den Gedanken, komplett aufzuhören. Einfach so random. Von einem Tag auf den anderen einfach nicht mehr zu spielen, nicht keine YouTube-Videos mehr zu machen bezüglich Pokémon Go. Also wundert euch nicht, wenn ich auf einmal einfach direkt weg bin, weil das kann ehrlich gesagt echt passieren. Aber noch sind wir am Ball. Und ja, man macht sich so Gedanken. Ich hatte Dezember so eine kleine Winterdepression. Hauptsächlich wegen Pokémon Go, aber auch andere Bereiche im Leben. Wie gesagt, es bessert sich, aber man ist noch nicht über den Hügel. Es kann einfach so sein und zack. Alles hinwerfen. Mal schauen, was die Zukunft so bringt. Auf jeden Fall, heute ist C-Day. Euch viel Glück, viel Spaß. Und ich habe noch ein paar Highlights aus den letzten paar Tagen. Die sind einfach so random, irgendwie so zu Hause oder auf dem Weg oder einfach, wenn ich unterwegs war, nicht Pokémon Go spielen, nicht filmen und so. Habe ich ein paar Highlights bekommen. Und einen der Highlights habe ich sogar letztens im Livestream gezeigt. Für alle, die da live mit dabei waren, die wurden belohnt. Und das zeige ich euch jetzt mal. Ein paar schillernde natürlich zum Beispiel. Und nicht nur irgendwelche schillernden. Geh mal rein. Schillern. Doppel L. Ja. So. Wieso? Den habe ich gestern gefangen irgendwann. Aber nicht mehr fürs Video. Und bam. Hohohoho. 100er Shiny Zubat aus der Quest. Ich habe die Quest gemacht, mache ein Foto von einem Kumpel, habe einen Shiny Zubat bekommen. Ist geil, ist nice, aber
ich war jetzt nicht so gehypt, weil ich habe ja schon einen gehabt, den habe ich sogar weggetradet und ich habe sogar einen schon airtraded in Shiny Lucky, also der ist eh nur zum Tausch gewesen, Berge gewesen. Und dann checke ich natürlich am Ende 4 Sterne, weil die Random Fänge, um zu schauen, ob da irgendwo ein 100er mit dabei ist. Und der ist da dann aufgetaucht bei 4 Sterne. Ja, dann habe ich gecheckt, oh, ist ein Shiny 100er aus der Quest, 2,85. Das ist mein 4er. Ich zeige euch gleich alle meine Shiny 100er. Sonst habe ich noch ein normales Mozi bekommen, ist auch mein erstes normales Mozi Shiny. Ich hatte einen Krypto Shiny Mozi. Und der ist jetzt normal, ist aber auch zum Tausch. So, schillernd und, ne, das Prozentzeichen. Und 4 Sterne. 4 habe ich jetzt nämlich. Als allererstes mein Kyogre Shiny Lucky. Grüße gehen raus an Onkoli. Dann mein 100er Shiny Mewtwo. Checkt das Video ab, sehr episch. Dann irgendwann im Dezember einen Lucky Trade gemacht. Shiny Lucky Spoink 100. Und jetzt das Zubat. Shiny 100. Das ist meine Sammlung. Könnt gerne in die Kommentare schreiben, wie viele Shiny 100er ihr so habt und welche natürlich. Wird auf jeden Fall alles gemaxt natürlich noch. Aber das war's. Ein kleines Highlight noch für euch so die letzten paar Tage. Kleines Update, was so bei mir so ging. Ich mache mich jetzt bereit für den C-Day. Euch viel Spaß, viel Erfolg. Checkt dann das Video ab vom C-Day. Ihr wisst Bescheid, wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business. Noch.